Joe, wo geht's lang? Sag's mir. Wir müssen abbiegen. Kommen da Autos? Nö, dann fahren wir einfach mal. Die Ampeln schalten ja hier eh grauenvoll. Ernsthaft. Och, ich wollte fahren und nicht an der Ampel stehen bleiben. So, können wir ja abbiegen hier jetzt, ne? Ganz in Ruhe. Gut, hier waren wir denn schon. Und dann muss ich diesmal ein bisschen besser auf die Navigation achten. Irgendwo müssen wir da ja abbiegen. Vor der Autobahn. So, wieder auf der Straße. Bisschen vorsichtiger fahren. Nicht, dass wir hier gleich wieder so nachschießen. Obwohl, hier in der Stadt muss ich sagen, geht das mit der Lenkung. Das wird wahrscheinlich erst draußen sein, wo man schneller fährt, dass die nicht mehr so gut reagiert. Aber hier kann man mittlerweile recht gut fahren. Als ob ich hier heute schon mal war. Da sind die Twin Tower. Könnte auch der Glockenturm von Olympiastadion sein. Ich will nur Stadion. 71 durch die Stadt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, jetzt fahren wir hier aber mal ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Ich möchte ja heute wenigstens mal eine Tour machen, wo wir auch Geld verdienen. So, wir fahren noch ein bisschen mehr zur Mitte. Hör auf zu bremsen, hör auf. Hörst du auf? Da ist nichts. Da ist doch gar nichts. Oh. Na, sag mal. Fahr! Wo kam der Gegenverkehr gerade her? Warum waren Blinker? Alter, bremst doch ab, das sind 70, wir fahren 60. Ah, hier runter. Hier runter. Lenk. Lenk. Johnny Lenk. Da hinten müssen wir. Ach oh Gott. Der letzte Scheiße. Fahren wir mal zurück. So, wir müssten da wahrscheinlich durch. Wo habe ich mich jetzt aufgehangen? Ah, das Spiel ist noch kompliziert, ey. So, schön langsam. So, Lenkrad wieder kommen lassen. Ganz vorsichtig hier. So. So, so. Ja, ja. Schön einführen. Ja, ja. Jetzt haben wir die. Ja, komm, gib mir alles. Und Navigation wurde geändert. Ich hoffe, dass wir hier noch irgendwie mal was machen, dass man wirklich mit einem LKW später einparken muss, wenn die Lenkung besser ist. Also so kannst du es vergessen, aber hier durch so ein Türchen fahren finde ich doof. So, wir haben es geschafft, wir haben die Ladung. Und jetzt müssten wir theoretisch nur Richtung Hannover. Komm jetzt hier, Raudi. Raudi. Ich bin größer, ich bin schwerer, ich darf fahren. So, jetzt hier rüber. Ah, das war wieder zu doll. Nein, das klappt noch. Nein. Ja, aber das war seine Schuld, ne? Also, ich möchte sagen, ich war da nicht schuld dran gerade. Der stand ja da, nicht ich. Eieieiei. Ich dachte, wir kommen da so schön durch. War aber nichts. Ach ja, wieder on the road hier. Jetzt geht's auf die Autobahn. Falls wir es schaffen. Und muss sich vorher wieder dreimal im Kreis drehen. Oder umkippen. Oder. Ui. Ach, so eine Kacke hier, die Einfahrt. Ich glaube, da hängen wir schon öfter dran. Oh, können wir drehen? Drehen. Zieh. Nee, geht nicht. Müssen wir doch rückwärts fahren. Anhänger. Ja, fahr mir doch rein. Jetzt ist der Motor ausgegangen wegen dir.
Vollidiot. Fahr hier so gut. Na komm, zieh rum. Oh, Lenkrad lösen und ach Gott sei Dank. Und weiter geht's. War nur eine kleine Mittagspause hier. Die Spiegel sagen mir auch nicht, ob da ein Auto kommt. Großartig, ne? Aber jetzt musst du ja eigentlich auf der richtigen Strecke sein. Also muss mal bald ankommen. Obwohl, jetzt kommt erst Magdeburg, ne? Warte mal, kurz gucken. Ups, nicht fahren. Logistik. Wo sind wir? Jetzt kommt Magdeburg, ne? Ja, Magdeburg und dann kommt Hannover. Hannover. Gut. Zurückfahren und weiter geht's. Mal sehen, wie gut wir ankommen. Bin ich ja gespannt. Warum schaltet der schon wieder nicht hoch? Warum wird wieder 100% lauter? So, beim Autofahren kann man ja auch mal was trinken, deswegen ist ja der Kaffeebecher auch da. Du kommst nicht vorbei. Ach, ich sollte nicht spielen. Der Anhänger ist so nervig. Wenn der einmal ins Schlingern kommt, fliegt mir der LKW weg. Haben sie das jetzt leise gemacht im 11. Gang? Kommt mir fast so vor jetzt gerade. Ich habe meine Kopfhörer einfach leise. Aber sonst hat er das so urmäßig überdreht und jetzt finde ich, ist es ruhiger. Zumal er immer noch nicht schaltet. Mann Junge, du hast 12 Gänge. Schalt doch einfach hoch. Wir haben es eilig. Wir haben wichtige Fracht. Da ist ein Auto gespawnt, yippie. Sollten sie vielleicht auch mal so einstellen, dass das nicht direkt vorm Spieler passiert? Da schon wieder. Wir spawnen mysteriöse Autos. Auf der Autobahn. Bitte Vorsicht beim LKW fahren. Warum bremst der? Und... Ah. Na gut, dass ich mich trotzdem halten konnte diesmal, aber der Hänger. Ui. So, Hammer. Alles gut. Mittlerweile habe ich ja jeden Kunstgriff hier drauf. Wollen wir mit Salto weiterfahren? Ah, die Störung im Bordcomputer könnten sie auch mal langsam beheben. Ach, der Hänger ist so schwierig. Warum haben sie denn den eingebaut, wenn der überhaupt nicht funktioniert? Kein Hänger schlingert so rum. Bin nur am Korrigieren. Hey, er hat geschaltet im 12. Gang. Alter, das wird noch was mit dir. Wir geben Gas. Wir fahren durch die Lande. Befahr dich nicht, zicken wir mal gerade. Na toll. Jetzt bringt die mich durcheinander, die... Ah! Weil Steam die Nachricht zeigen musste. Toll, verfahr dich nicht. Hätte ich fast einen Unfall wegen der gemacht. Diese Zickenmama, ey. Wollt mich gerade umbringen. Das war ein Mordanschlag von der. Das ist wie wenn man eine SMS bei der Fahrt kriegt und da trotzdem die liest auf einmal. Ohne das Handy aus der Tasche genommen zu haben oder so. Nachrichten lesen beim Fahren ist gefährlich. Sollte man ja auch nicht machen. Ah nein, Zickenmama haut mir ja hier gleich Nachrichten um die Ohren. Die will mich umbringen. Ich schwör's euch. Aber uns wird hier nicht schaden, außer der Anhänger. Der schon wieder ins Schlinger kommt, Mann. Oh. Na. Ui. Ich hasse diesen Anhänger.
Anhänger an. Ja, sag mal, hast du nicht gesehen, dass ich hier schon stand, du blöder gelber LKW? Ja, warum lenkt er jetzt dahin? Ach, alles schwierig.